Danke, Flick, danke für das Ende. Das war Purple Gazelle von Duke Ellington. Jetzt kommen wir zu einigen der wenigen Momenten des heutigen Abends, wo wir auch Eigenkompositionen zum Besten geben. Und da komme ich gleich wieder, gleich jetzt am Anfang zur Werbung. Ich habe CDs mitgebracht. Der Flip Philipp und ich, wir haben, boah, das ist schon lang her, Flip, 2010 haben wir in Wien eine Produktion aufgenommen mit super Musikern, mit Andy Middleton am Saxophon, Adrian Mears aus Australien, an der Posaune Luis Ribeiro, an den Percussions von Brasilien, Milan Nikolic aus Serbien und am Kontrabass. Flip Philipp und ich haben das Projekt geleitet, das heißt Flip Philipp Clemens Markl Constellation. Irgendjemand hat mal gesagt, das ist eigentlich ein Flugzeug, gell? Das war vor der Boeing oder so irgendwie. Constellation. Ja, der ist einmal geflogen damit. Zum Glück nicht, weil er hat die CD gekauft, nachdem er geflogen ist mit der Constellation. Und genau, da habe ich noch ein paar Stücke hier und meine aktuelle Trio-CD, Clemens Markl Trio live in Austria mit Dave Kikoski und Boris Kosloff. Die sind heute leider nicht hier, weil den Flügel konnte man es nicht leisten. Ich habe mich entschlossen, das Mikrofon zu zahlen. Bares geht nicht. Und jetzt kommen wir zu einer Eigenkomposition eben von mir, die Sie auf den Platten auch hören können und nachträglich noch genießen können. Ich werde hier sein in der Pause und dann für euch die CDs unterschreiben und den ganzen Merchandise-Table betreuen. Also ich hau mich nicht Backstage ab und will nichts mit dem Publikum zu tun haben, sondern im Gegenteil, ich liebe es, mit euch zu plaudern. Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht zu viel rede, dass wir endlich spülen, gell? Das nächste Stück ist von mir und heißt Waltz for Don. Es ist ein Walzer und das habe ich dem Don Friedman gewidmet. Das ist ein super Pianist aus New York gewesen. Er ist mit 84 Jahren leider dann verstorben, aber in seinen letzten paar Jahren konnte ich mit ihm dort musizieren und CDs aufnehmen, was mich extrem erfüllt hat, musikalisch und menschlich. Und das war extremer, wie sagt man denn, kann man sagen, Karriere-Push ist so blöd, weil... Es ist alles wichtig, heute Abend ist wichtig, die Aufnahmen in New York sind wichtig, morgen das Konzert in der Walter Arena ist wieder wichtig. Also jedenfalls habe ich es ihm gewidmet, es trägt den Titel Waltz for Don. Viel Spaß. Thank you.
nächste Stück ist ein Beispiel aus der brasilianischen Musikkultur, Musica Popular Brasileira, ein wunderschöner, nicht so oft gespielter Bossa Nova von Luis Essa, The Dolphin. Der Delfin quasi. Ja, klar. Okay. Into. Thank you.
Dankeschön, das war das wundervolle Stück The Dolphin und perfekt passend dazu an der Mundharmonika Bertel Meyer nochmal. Das ist der original brasilianische Sound mit der Mundharmonika. Am Kontrabass Stefan Pischka-Bartus. Ich sollte sagen, er hat auch CDs dabei. Oh, hier dort. Okay. Und er hat seine Managerin mit, die nicht wundern, sie filmt uns und macht Fotos und so. Also danke, thanks for coming on the road with us. Und Applaus für Natascha. Nur zum Geburtstagskonzert, sonst sehe ich sie nie, wenn ich mit Bista auf Tour bin, aber zum Geburtstagskonzert schon. Und am Vibraphon Flip Philipp von den Wiener Symphonikern. Danke euch wirklich vom Herzen fürs Kommen und dass ihr den Tag mit mir jedes Mal feiert. Natürlich freut es mich über jeden Einzelnen, den ich hier sehe und begrüßen darf, aber mir ist jetzt erst kummern, dass auch jemand hier ist, der eigentlich gesagt hat, er kann nicht hier sein. Danke Ingeborg, dass du extra St. Servata hier herein, also anspaziert bist, trotz quasi Knieoperation schaffst du es jedes Jahr. Danke, Ingeborg. Die Ingeborg ist sozusagen eine, wie sagt man denn da, uneheliche Oma. Stimmt das? Und ja, sie ist eine besondere Freundin von mir. Sie hat den Friesacher Hof geführt seit 1951 in Friesach, wo ich natürlich Zeit verbracht habe und das Kartenspülen gelernt habe. Christian, wo ist er? Er hat gesagt, ich muss unbedingt das Kartenspülen erwähnen. Da, jedes Jahr. Gell? Und das freut mich besonders, dass du da bist. Und natürlich ihr alle, Oldies, alle zusammen mit Anhang, danke, Family und Freunde vom Volleyballteam und so. Also ja, da sehe ich eigentlich, was ich so unterm Jahr alles reinbringe an Vereinen und Aktivitäten. Freut mich echt extrem. Dankeschön und jetzt kommen wir zu einem Klassiker vom Wes Montgomery. Da fällt mir wieder eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob der Richie Peterl da ist? Na klar, Head Company. Das ganze Jahr sagt er, sehen wir uns am 10. und noch ist er nicht da. Nein, das Stück ist nämlich von Gitarristen Wes Montgomery geschrieben. Unglaublicher Gitarrist, also ich kann jetzt gar nicht ausschweifen, sonst dauert es zu lange. Der hat Jazzgeschichte geprägt an der Gitarre. Und genau das Stück habe ich mit dem Richie Peter bei unserer Diplomprüfung 1997 gespielt. Und heute wieder, es trägt den Titel Jingles, das ist so ein richtiger Swinger aus der Hardbop-Ära. Und featured noch einmal die ganze Band. Danke euch. By the way, Clemens Magdl. Nachbarn vergessen zu erwähnen. Nach der Pause. Nach der Pause, okay. Thank you.
Clemens Marxl on drums. Bergelmeier Mundharmonika. Christa Bartusch, Kontrabass. Glück gut. Happy Birthday, Clemens. Kurze Pause, bitte bleibt da, wir machen echt nicht so lange Pause, damit jeder noch gut heimkommt und es nicht zu spät wird. Danke euch fürs Kommen, ich bin da gleich an der rechten Hand, aber kein Stress. Thank you.
Dankeschön, Dankeschön. Das war unser Set-Opener von einem der bekanntesten Jazz-Vibraphonisten aus der Jazz-Geschichte, nämlich Milt Jackson, aus dem Repertoire von Milt Jackson. Er hat mit John Lewis, dem Pianisten, damals dieses Modern Jazz Quartet gegründet, und damit haben sie im Jazz mehr Aufsehen erregt und durften sogar in richtigen Konzertsälen auftreten und nicht nur in Clubs, wo die Schwarzen quasi durch die Hintertür zur Bühne durften spielen und dann mussten sie wieder rausgehen, dass sie ja nicht in Kontakt mit dem Publikum kommen. Und Milt Jackson und John Lewis, also das Modern Jazz Quartett, das waren vier extrem feine Herren, immer im Smoking angezogen, haben so kammermusikalische Musik, wie wir es heute darbieten, geprägt im Jazz und haben den Jazz eben in wirklich ernsthafte Konzertsäle gebracht. Und das Stück ist eines meiner Lieblingsstücke aus diesem Repertoire, es trägt den Titel Django. Und heute, unglaublich, wenn ich darauf geschaut habe, während dem Spielen, perfekt, ihr müsst euch einmal umdrehen, wenn das geht, und den Vollmond beachten, der sich im See spiegelt. Aber bitte keine Bandscheibenvorfälle. Für mich ist leicht. Aber unglaublich, der Vollmond da oben. Also genau das macht die Waldarena aus. Und damit möchte ich auch jetzt mich gleich beim Christian Salmhofer bedanken, dass er mir das jedes Jahr ermöglicht, den Geburtstag hier musikalisch zu feiern. Und bei euch möchte ich mich bedanken, beim grandiosen Publikum, bei allen, die gekommen sind, dass ihr hier seid, das unterstützt. Das ist extrem, das ist das schönste Gefühl eigentlich, so ein Heimspiel. Bitte einen Applaus für euch und den Christian Salmhofer. Jetzt geht es weiter mit einem Tune, der ist ein bisschen beschwingter, und da gibt es eine kurze Geschichte, er heißt nämlich Chicks Tune. Wer kann erraten, um wen es sich handelt? Chicks Tune, also es ist nicht Chick, ich bin nicht Raucher, so das wäre jetzt nicht. Chick, wer hat Chick Corea gesagt? Die Ingeborg. Also, Chick Corea, ja, die Jazz-Zahnärztin sind. Danke, Gerlinde, super. Du hast eine CD gewonnen. Du hast jetzt eine CD gewonnen, und zwar von Bista. It's okay, Bista. She gets a free CD from. Yes. No, no, it's okay. You bring it to her. Yes. Come back, please. But please come back or stay here. You bring it. Bitte die sympathische blonde Dame oben, Bista. Ich hoffe, deine Frau hat nichts dagegen. Okay, dabei erzähle ich die Geschichte. Chick's Tune ist ein Stück, das der ganz junge Chick Corea in den 60er Jahren komponiert hat. Es basiert auf einem Jazz-Standard mit dem Titel You Stepped Out of a Dream. Und deswegen hat es so vertraute Harmonien für uns. Aber die Melodie ist extrem gefinkelt. Und die wird super interpretiert von Bertel Mayer und Flip Philipp. Und mit dem Chick Corea hatte ich ja die Ehre, im Kongresscenter Villach vor einigen Jahren eine Duo-Performance am Klavier abzuliefern, so eine Piano-Improvisation für vier Hände. Und ja, ich habe mich irgendwie freiwillig gemeldet, ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Er hat ein Solo-Konzert gegeben in Villach im Kongresscenter. Ich war mit meinen Eltern dort und den Nachbarn, Entschuldigung, es waren damals noch die anderen Nachbarn. Meine Nachbarn von jetzt sind auch da, das freut mich besonders, die Familie Schmidt unter anderem. Wenn die anderen noch da sind, bitte meldet euch. Und der Chick Corea hat im zweiten Set gesagt, es ist ihm so fad, alleine auf der Bühne zu sein, irgendwie Solo-Piano durch Europa zu reisen, ob es einen Freiwilligen gibt, der mitspielen möchte, mit ihm. Dann war es so Funkstille wie jetzt. Und dann habe ich halt aufgezackt und bin runtergegangen, keine Ahnung, der Puls war da. Ich bin gekriegt, Puls war 360 zu 250, aber ich habe es durchgestanden. Es kann man auf YouTube nachschauen, wenn man Chick Corea und Clemens Magdl eingibt. Jetzt spielen wir aber für euch Chick's Tune und featuret nochmal die ganze Band. Applaus für meine Begleitmusiker. You gave a blank CD? No, the real one.
8 bars. Yes. Go. Thank you.
Chick's Tune, Chick Corea. Das hat er in ganz jungen Jahren geschrieben. Ich glaube, das stammt von der ersten Platte, wo er überhaupt zu hören ist. Blue Mitchell kann ich nur ans Herz legen. Die Platte heißt The Thing to Do. Und das machen wir heute auch. The Thing to Do is to play together and make music and a great atmosphere and make everyone happy, hopefully. Ich hoffe, ihr seid glücklich, so wie ich. Und ja, jetzt wird es ruhiger, passend zu dem Mond da oben. Unglaublich, die Stimmung hier, es könnte nicht besser sein. Um dieses Stück zum Besten zu geben, wie gesagt, in jedem Set habe ich eine Eigenkomposition von mir. Und das nächste Stück habe ich komponiert, noch zu Zeiten, wo Corona und Lockdowns waren und ich in der Nacht illegal die Friesacher Burgenstadt, den Burgenwanderweg gewandert bin und mir einfach Melodien überlegt habe und mich die Ruinen von Friesach immer wieder beeinflussen und eigentlich in dieser Ruhe, in dieser Stille, das hat auch seinen Vorteil, fallen einem die Melodien ein, man wird nicht abgelenkt und so, es gibt keinen Prater oder Wiesenmarkt oder irgendwas, keine Sounds. Und da ist mir die Melodie eingefallen, der Burgenwanderweg, ein Teil davon ist der Wächtersteig und es trägt den Titel Wächter by Night und ist allen Friesacher Gästen, die heute hier sind, gewidmet. Danke euch! Thank you.
Danke, perfekte Stimmung und perfekte Interpretation mit dieser Instrumentierung. Gratuliere nochmal Flip Philipp, Stefan Bischter-Bartusch und Bertel Meyer. Bevor wir jetzt zum Abschluss Rausschmeißer kommen sozusagen, möchte ich noch ein Konzert ansagen für morgen. Das hat sich nämlich zufällig ergeben. Irgendwie habe ich die Mitmusiker oder viele Leute dazu motiviert, auch ihren Geburtstag hier in der Waldarena zu feiern. Und zufälligerweise wurde ich von einer Sängerin engagiert, von der Federica Ferrari. Stimmt wirklich, gell? Nicht Lamborghini. Aber Federica Ferrari, eine wunderbare Sängerin, hat mich angerufen und hat gesagt, Clemens, ich habe deine Nummer von Flip Philipp bekommen und hast du Lust mit mir in der Waldarena, hast du Lust mit mir ein Geburtstagskonzert zu spielen? Sag ich, ja gern, ja wo denn? Ja in der Waldarena, ja super. Sag ich, cool. Und wann? Am 11. August. Super, ich feiere nämlich am 10. und wir spielen die Nacht durch. Bis sie dann hier steht auf der Bühne morgen, das wird ein brasilianisches Projekt. Wirklich super Musik, also ich habe die Soundfiles bekommen, ich kenne sie noch nicht, sie hat gesagt, sie kommt heute, aber egal, auf jeden Fall wird das ganz schön, der Flip Philipp ist wieder dabei, der Bertel Meyer ist dabei und der großartiger Gitarrist aus Brasilien, Marco Antonio da Costa, stimmt, Marco Antonio da Costa aus Brasilien, der in Kärnten lebt eigentlich und wir werden morgen hier spielen. Und dann gibt es noch ein Konzert, das muss ich auch ansagen, eigentlich zwei Termine am 17. August, das ist einfach das Geburtstagsmonat, das ist ein Wahnsinn, beschlagnahme ich die Waldarena, ich wohne mich da hinten in einem Zelt und essen tue ich beim Foodtruck und duschen tue ich mich im See. Am 17. August spiele ich hier mit der Fiona Ferguson, wunderbare Sängerin aus Schottland und über Berchtesgaden, Deutschland, jetzt in Kärnten ansässig. Und den Primo Sitta an der Gitarre, wirklich so ein lateinamerikanisches Trio. Und am 21. August, hoffentlich ist schönes Wetter, findet das verschobene Konzert von Juli von der Fiona Ferguson und ihrem Quintett hier statt. Also hoffentlich ist der Wettergott wieder mit uns dabei, aber er verpufft eh die Subventionen hinauf, also das wird wohl passen. Auf jeden Fall danke euch fürs Kommen, es war großartig für euch zu spielen. Wie gesagt, wir freuen uns über die freiwillige Spendenkasse, ihr könnt es gern Austritt zahlen, nicht Eintritt. Aber jetzt bleibt es einmal hier, das nächste Stück ist noch ein richtiger Swinger. Unglaubliches Stück. Das habe ich eigentlich über den Bertel Meyer und den Flip Philipp kennengelernt, als ich mit euch angefangen habe, Konzerte zu spielen. Es ist von Wes Montgomery und es heißt June in January. June in January hat nichts mit August zu tun. Wenn man es multipliziert, aber ich muss es heute spielen, weil es so cool ist. Und ich freue mich extrem. Das Stück, Heinz, das ist meinem Fan aus Leibniz gewidmet, dem Heinz Krawinkler. Er reist immer hier an und das ist genau ein Stück, Heinz, was dir taugen wird. Darum haben wir das ausgesucht, obwohl kein Monat im Text zusammenpasst mit heute. Aber danke euch fürs Kommen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder oder morgen. Wir spielen eh durch. Also wir spielen immer da, ihr müsst gleich kommen. Und noch einmal einen Applaus für meine Musiker Bertel Meyer an der Mundharmonika. Am Kontrabass, the one and only, Stefan Bischter-Bartusch, the one and only. Bandleader in itself, composer, organizer, husband, cook, driver, bass player, everything. Bischter, you're great. Und natürlich der diesen Sound prägt von dieser Band mit seinem wunderbaren Vibraphon. Super, dass du hier bist, Flip, und die Bregenzer Festspiele extra für das verlassen hast. Aber da kannst du halt richtig geigen, gell? Das muss man auch sagen. Am Vibraphon, Flip Philipp. June in January. Heinz, für dich. Clemens Martel, oder? Der Wichtigste hier. Six.
Der 50er kommt schneller als man glaubt. Wer will, dass ich den 50er da feier? Ja! Okay, spielen wir es so lang. Wir müssen nur noch ein paar Jahre. Das passt schon. Wir spielen durch. June in January. Lassen die Instrumente gleich da. Lass mal alles aufgeben. Genau, lass mal alles da stehen. Es reden auch den nicht mehr. Oder? Sicher. Das wird eh schneller. Sicher. Nein, nein. Ah, wirklich? Sorry.
Ja, ich glaub schon. Ja, ja. Ich glaub schon. Das war nett. Oder Marschlos, Dankeschön. Natürlich haben wir zufällig noch ein Stück im Repertoire, zufällig. Und das Beste haben wir uns für den Schluss aufgehalten. Das ist ein Boogaloo von dem Trompeter Kenny Dorham und es trägt den Titel Una Mas, also perfekt für die Zugabe. One more time, noch eins auf Deutsch. Una Mas. Thank you.
Danke euch noch einmal, danke, danke. Noch einmal Bertelmeier an der Mundharmonika morgen auch zu hören oder bis morgen, je nachdem. Stefan Pista-Bartusch im Kontrabass. Flip Philipp auch morgen wieder zu hören am Vibraphon. Und meine Wenigkeit Clemens Martel. Danke euch fürs Kommen. Kommt wieder gut heim. Der Christian tut euch nichts, wenn ihr mit einer gekauften CD wieder rausgeht. Danke euch und wir sehen uns in den nächsten Jahren. Ab morgen. Mein Gott, morgen. Ja, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist unglaublich.